Hallo, ich grüße euch, liebe Kursteilnehmer. Ich möchte heute euch diese erweiterte Krebsi zeigen, die wir ja bislang so gespielt haben, wieder auffüllen und so weiter. Ja, die erweiterte Krebsi bedeutet, ich setze den Krebsi-Block mit dem Zeigefinger auf dem zweiten Bund der hohen E-Seite auf und entsprechend. Ich gehe nun rückwärts, mache immer wieder zwei Anschläge. Löse jetzt den Daumen. Mach den Zeigefinger lang und entlasse somit die Hand um einen Bund weiter, während der Zeigefinger, das ist die Basic-Übung, den Ton hält. Auch wenn sich der Zeigefinger bewegt und sich beschwert oder sagt, oh Gott, mir rutscht ja die Basis weg. Ja? Das wird er schnell lernen. Das ist eine Lockerung in der Hand, den Zeigefinger Grundgelenk, also nochmal. Ich bin zu schnell jetzt, ja. Halten, lösen und auf der nächsten Seite, auf der H-Seite, mit dem kleinen Finger im Sinne des klanglichen Staffelholzes übernehmen. Nochmal. Daumen lösen, Zeigefinger lang machen, kleiner Finger übernimmt. Nochmal im Gesamtverlauf. Okay, wenn Fragen sind, schreibt es mir bitte. Noch einmal, ich bin jetzt nicht warm. Egal, das macht warm. Das ist die Basic-Übung überhaupt. Ja. Nochmal langsam. Daumen lösen, Zeigefinger lang, kleiner Finger übernimmt. Der nächste Block ist identisch darüber auf der G-Seite. Alle anderen Blöcke sind wiederum lösen, 1 versetzt. Lösen, halten, versetzen. Die rechte Hand zieht sich mit, ja? Das könnt ihr aber auch mit dem Daumen machen, erstmal, wenn es ist. Lösen, halten, nochmal. Lösen, halten, übernehmen. Das ist die erste von 4 Variationen, die ich gemacht habe. Die zeige ich euch alle noch. Ich mache es noch einmal im Zusammenhang. Ja. Etwas zu schnell, ihr macht es bitte etwas langsamer. Der Ton ist immer der Chef. Ja. Und die Qualität des Tones diktiert eure Geschwindigkeit. Das ist ein wahrhaft guter Diktator. Und das trainiert die Ohren und das Herz ist glücklich. Zum Schluss noch einmal sehr nahe. Das war's.
Weißt du?